Ja, sehr geehrter Herr Landesrat, Herr Generalstabschef, Herr Kommandant der Streitkräfte, geschätzte Abgeordnete zu den gesetzgebenden Körperschaften, vor allen Dingen jene, die noch nicht begrüßt worden sind, geschätzte Offiziere, Unteroffiziere und jene, die heute hier als Ehrengäste bei diesem, so denke ich, historischen Festakt und Tag dabei sind. Heute ist ein guter Tag für das österreichische Bundesheer. Mit diesem Satz habe ich schon einige Festakte und Angelobungen begonnen, aber heute ist ein guter Tag auch für die Struktur und die Einsatzfähigkeit der österreichischen Streitkräfte und des österreichischen Bundesheeres als Ganzes. Wir führen heute zusammen, meine sehr geehrten Damen und Herren, was zusammengehört. Und wir schaffen Strukturen, die auch im Regierungsprogramm als schlank, als straff und effizient bezeichnet sind. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, wir stärken auch die Standorte Graz und Salzburg. Das wird auch die anwesenden Landes- und Stadtpolitiker freuen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Auftrag, der letztes Jahr an den Generalstab ergangen ist, war ein relativ einfacher auf den ersten Blick, aber, und das haben meine beiden Vorredner schon ausgeführt, in der Umsetzung dann doch nicht ganz so einfach. Die Truppe zu stärken, die sprichwörtlichen PS auf die Straße bringen, die Verwaltung und die Kommandostrukturen zu stärken bzw. zu verschlanken und, wie es eine österreichische Tageszeitung gesagt hat, more boots on the ground zu schaffen. Mit diesem Auftrag, meine sehr geehrten Damen und Herren, hat der Generalstab mit seinen Bearbeitungen begonnen. Und ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sage das heute hier auch, weil Kameraden aus ganz Österreich, von allen Verbänden, auch die Militärkommandos hier sind, natürlich haben diese Bearbeitungen auch, und als ehemaliger Soldat weiß ich das, für Verunsicherung gesorgt. Aber, geschätzte Kameraden, meine sehr geehrten Damen und Herren Ehrengäste, die Verunsicherung wurde bereits vor meiner Amtszeit eingeleitet, mit einer Struktur, die aus meiner Sicht nicht durchdacht und durchgeplant war, mit einer Struktur, die in vielen Bereichen auch budgetär nicht abdeckbar wäre. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit einer Struktur, und das hat der Herr Generalleutnant Reißner richtig hier auch dargestellt, die auch auf die Herausforderungen, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen werden, nicht konform gegangen wäre. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es sind heute auch Teile hier, die vermutlich enttäuscht sein werden, dass das eine oder andere Luftschloss, das errichtet wurde, eingerissen wurde. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, geschätzte Kameraden, meine Aufgabe ist es nicht, Luftschlösser zu erhalten, neue zu erschaffen, sondern meine Aufgabe ist es, effiziente Strukturen eines österreichischen Bundesheeres sicherzustellen, die wiederum dem österreichischen Bundesheer die Möglichkeit bietet, ihre Einsatzaufgaben erfolgreich im Sinne der Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher zu erledigen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir alle wollen ein starkes, ein effizientes, ein modernes Bundesheer. Wir alle wollen das, was der neue Generalstabschef Robert Brigger als die bewaffnete Macht der Republik Österreich bezeichnet hat. Eine bewaffnete Macht, die auch Antworten auf die neuen und herausfordernden Bedrohungen, die auf Österreich und Europa zukommen, geben kann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was braucht es dazu? Ich möchte hier drei Bereiche aufzählen. Wir brauchen zum einen qualifiziertes, gut ausgebildetes und motiviertes Personal. Und ich sage ja, hier ist in den letzten Monaten und Jahren sehr viel Positives passiert. Wir haben erst jetzt vor einigen Wochen über 780 neue Unteroffiziere ausgemustert in Enns. Die Zahl der Fähnriche auf der Militärakademie sind Gott sei Dank auch wieder im Steigen. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, im Bereich des Personals gibt es große Herausforderungen, Stichwort Pensionsabgänge der nächsten Jahre. Deshalb bin ich auch froh und dankbar, dass hier auch seitens der militärischen Führung dieses Problem erkannt wurde. Und seien Sie sich gewiss, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch die politische Führung des Ressorts hat dies erkannt und muss uns jetzt aber auch als Auftrag dienen, diese Herausforderung konsequent anzugehen,
weiter zu qualifizieren, weiter attraktiv auch für junge Menschen zu sein und vor allen Dingen auch Personalsteuerungsmaßnahmen zu setzen, die ein Vakuum in diesen Bereichen verhindert. Das Zweite, was wir brauchen, meine sehr geehrten Damen und Herren, geschätzte Kameraden, ist eine funktionierende Struktur. Und auf diese Struktur bin ich schon eingegangen und wir nehmen sie mit 1.4. aus meiner Sicht auch effizient und gut ein. Und ich sage hier auch dazu, als ehemaliger Angehöriger des Bundesheeres, als ehemaliger Vorsitzender des Verteidigungsausschusses, als Abgeordneter, als ehemaliger und jetzt Verteidigungsminister, also als jemand, der seit rund 20 Jahren sehr intensiv und hautnah mit dem österreichischen Bundesheer verbunden ist. Ich sage dazu, dass diese Struktur jetzt eine sein soll und muss, die endlich auch Ruhe in das österreichische Bundesheer bringt. Und wenn ich eines versprechen kann, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann ist es Folgendes. Ich möchte diese Struktur so lange als möglich, natürlich immer mit Feinanpassungen möglich, für Sie, für die Ruhe und damit auch für die Auftragserfüllung erhalten. Und die dritte Ebene, meine sehr geehrten Damen und Herren, und die wurde vom Herrn Generalstabschef angesprochen, ist wohl die wichtigste für das Funktionieren einer modernen Armee. Das ist die budgetäre Ausgestaltung, die Rahmenbedingungen im Bereich des Budgets, die es dem Bundesheer ermöglicht, für die Sicherheit Österreichs zu sorgen. Und hier, meine sehr geehrten Damen und Herren, schaue ich ganz bewusst auf Sie, die rechts von mir jetzt sitzen, auf Entscheidungsträger im Militär, Entscheidungsträger im öffentlichen Leben, in der Politik und Meinungsbildner, die durchaus auch tagtäglich die Möglichkeit haben, im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf diese Situation hinzuweisen. Und ich sage das aus voller Überzeugung. Ich weiß, dass Österreich ein starkes Bundesheer möchte. Und ich weiß, dass auch Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, das auch so wollen. Wenn wir das wollen, dann braucht es in den nächsten Wochen und Monaten unser aller Kraftanstrengung, das auch sicherzustellen. Das sage ich nicht als Jammern und Sudern, das sage ich als ressortverantwortlicher Minister, dem durchaus auch die prekäre Situation, die uns sonst in den nächsten Jahren ins Haus steht, bewusst ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, geschätzte Kameraden, die heute hier angetreten sind, ich bedanke mich bei Ihnen stellvertretend für alle Bediensteten und Soldaten des österreichischen Bundesheeres, für ihre Auftragserfüllung in den letzten Jahren in einem sehr umfangreichen Rahmen, ja oftmals auch bis an die Grenzen der Einsatzfähigkeit. Wenn es darum gegangen ist, Auslandseinsätze zu beschicken, zu denen wir uns auch bekennen. Stabilität vor unserer Haustüre heißt Sicherheit in Österreich. Ich bedanke mich für die absolvierten Einsätze im Inland, sei es der Einsatz an der Staatsgrenze, sei es aber auch dann, wenn es die Österreicherinnen und Österreicher dringend notwendig haben, Schutz und Hilfe zu bekommen, wie jetzt in den letzten Monaten erst im Einsatz Schnee. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich auch sehr herzlich bei allen Kommandanten, die heute hier auch anwesend sind, für ihre Unterstützung in den ersten 15 Monaten meiner Amtsführung. Das alles, was Positives geschehen ist, ist nicht selbstverständlich. Nur wir gemeinsam können auch die Herausforderungen der Zukunft meistern. Deshalb müssen wir auch an einem Strang ziehen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, jene, die mit 1.4. mit neuen Funktionen betraut werden, wünsche ich selbstverständlich alles Gute, viel Soldatenglück, immer eine gute und ruhige Hand auch für Ihre Untergebenen. Und ich bin mir sehr sicher, dass Ihnen auch bewusst ist, welche große Verantwortung auf Ihren Schultern ab dem 1. April 2019 ruhen wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das österreichische Bundesheer ist eine wesentliche und wichtige Säule in der Sicherheitsarchitektur der Republik Österreich. Der Wahlspruch des österreichischen Bundesheeres, wir schützen Österreich, wird tagtäglich von den Soldaten und Bediensteten des österreichischen Bundesheeres gelebt und in ausgezeichneter Auftragserfüllung auch bestätigt. Meine sehr geehrten Damen und Herren Ehrengäste, ich gehe weiter und sage, stärken wir jene, die für die Sicherheit Österreichs sorgen. Stärken wir ihr Rückgrat, indem wir hinter ihnen stehen, und sorgen wir dafür, dass auch in Zukunft
die Auftragserfüllung für Sie im Sinne der Sicherheit Österreichs möglich ist. Es lebe das österreichische Bundesheer, es lebe das Kommando Streitkräfte, aber es lebe vor allem unsere wunderschöne Heimat, die Republik Österreich. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.